Hallo und herzlich willkommen zurück zur Google Maps Challenge. Zweite Runde heute und diesmal vielen Dank an Mofi für seine Liste, die er mir geliefert hat. 10 Dinge, die ich finden soll. Ich habe sie hier rechts offen. Ich werde sie gleich einmal vorlesen, dann starten wir den Timer. Dann habe ich 30 Minuten Zeit, die zu finden. Erstens, Bauwerk im gotischen Stil, Baustil. Zweitens, Verkehrszeichen mit der Bedeutung Achtung an der nächsten Kreuzung rechts vor links. Drittens, Schaukel. Viertens, gelbe Straßenbahn. Fünftens, Musikfachgeschäft. Sechstens, Weinrebe. Siebtens, Palme. Achtens, Baustellenkran, Kranwagen. Neuntens, Fachwerkhaus. Zehntens, Containerschiff, der Maersk Line. Containerschiff ist in Klammern, also wenn ich nur den Container finde, ist das auch okay. Klar. Musik. Ich blende euch das wieder ein, so nach und nach. Kennt ihr ja schon. So, Start. Dann let's go. Bauwerk im gotischen Stil. Naja, der Kölner Dom ist im gotischen Stil, glaube ich. So, da ist er. Kriegen wir das hin? Ja. Ich denke mal, nach nicht mal 30 Sekunden, lieber Mofi, habe ich deine erste Sache gefunden. Ich werde das noch überprüfen, aber ich glaube, das ist richtig. Ich mache mal eine 1 dahinter, damit ihr es habt. Verkehrszeichen mit der Bedeutung an der nächsten Kreuzung rechts vor links. Ich weiß, wo in Bochum sowas steht. Ich hoffe, da an der Stelle, wo ich das kenne, ich meine, das war hier. Hier ist hier Street View. Hier ist Street View. Dann gehen wir mal rein. Da! Dieses Zeichen, mein Mofi, glaube ich. Ich finde, das ist okay. Danke für diese einfache Liste. Schaukel. Ja. Vorne. Hier. Jetzt gucken wir, ein Kinderspielplatz ist da, aber. Nee. Okay. Ja, die ersten beiden Sachen gingen schnell rund. So. Hoppla hopp. Aber wir haben letztes Mal gesehen, dass das ganz schnell kippen kann. Deswegen gut, dass wir den Anfang so schnell hatten. Und auf jeden Fall auch gut, dass es diese Woche überhaupt noch Videos gibt. Na, das war Zeit, der heute, diese Woche ein bisschen schwierig alles. Ja, hier ist keine Schaukel bei, hier sind nur Wippen, ne? Weißt du, dass hier auch so ein Kinderspielplatz ist? Ist keine Schaukel bei. Ich überlege gerade auch noch so im Hintergrund, wo dieses Schild hätte noch sein können. Außer da, wo ich es gefunden habe. Ich wüsste gerade keine Endrecke, worum. Ja, wo sind denn noch Spielplätze? Ich glaube, das ist jetzt sinnvoll, das zu überlegen, wo Spielplätze sein könnten. Ja. Da gibt es kein Street in der Straße. Ah, ja. Ich habe übrigens gelernt, wenn ich auf den Pfeil zurückgehe, ist das viel einfacher. Und er hängt sich nicht so schnell auf. Glaube ich. Ist im Südpark. Im Südpark sind Spielplätze, das weiß ich. Da ist eine Wippe. Ha! Welchen Punkt hatte ich? Den hier jetzt? Ne, das ist der gleiche. Den hier. Ne, das sind zwei direkt nebeneinander. Die den gleichen Ort beschreiben, okay. Spielplatz im
Ich. Nee. Okay. Aber die Idee hätte ich ja klappen können. Die Idee ist da. Wo finde ich noch einen Spielplatz in Bochum? Bestimmt im Westpark. Das ist ja der Skatepark, ne? Ja, schwierig. Na, Knappschaft ist kein Spielplatz. Schade, hätte ein Lucky Punch sein können. Wollte ich gar nicht hingehen. Volkspark Langendreher. Kenne ich gar nicht hier. Wenn das in Street View finden würde, das wüsste ich. Also in GeoGuessr, das wäre schon echt schwierig. Na gut, ich würde sagen, wir vertagen das erstmal. Wir gehen mal weiter mit der gelben Straßenbahn. Da haben wir vielleicht den Lucky Punch in Essen. Die EFAG ist gelb. In Dresden geht es natürlich auch. Da geht es ja in den Tunnel. Das ist belastend. Hä? Da! Zwei Stück sogar. Ich finde, da zählt. Das ist die 3. Musikfachgeschäft. Ja, wir haben in Bochum 1. Und zwar. Muss das hier zu sehen sein? Musikgläser. Reicht dir das, Mofi? Für ein Musikfachgeschäft? Ist das okay? Ich würde sagen, ja. Weinrebe. Ja, okay. Das finden wir jetzt in der Innenstadt nicht mehr von Bochum. Ich würde sagen, wir gehen so bei. Hier an die Mosel. Mosel ist so eine schöne Weinregion eigentlich. Da. Ich glaube, das ist okay. Wir stehen mitten im Hang drin. Reicht dir das, Mofi? Ich frag mal. Ansonsten hier nochmal den Skyview auf den Weinberg. Und hier nochmal. Ja, guck mal, hier kann man das auch wunderschön sehen. Übrigens sehr schön da. Lohnt sich bestimmt ein Ausflug dahin. Eine Palme, ja. Gehen wir mal so Richtung Karibik. Jamaika hat nur. Ja, aber guck mal. Da, das ist doch easy. Easy going. Schön hier.
Ausstellen, Kran, Kranwagen. London ist doch immer. Was ich euch hier noch zeigen wollte. Dieser Kran hier. Das hat mit der Londoner U-Bahn zu tun, um Materialien in den U-Bahn-Schacht reinzuheben. Zählt das? Ich gehe mal dahin, wo Baustellen sind. Aber wir haben Zeit. Wir sind ja ganz gut in der Zeit aktuell. Berlin. Hier ist er nicht so. Ich guck mal in Stuttgart. Ich habe gehört, in Stuttgart, die bauen da so einen Bahnhof. Soll wohl gar nicht so gut sein. Okay, ich weiß, wo Baustelle ist. Witzigerweise. In Street View. In echt nicht mehr. Schon lange nicht mehr. Auf der Hernerstraße. Ist man hier mitten in einer Baustelle. Aber alles ohne Kranwagen. Ist halt nur eine flache Baustelle. Die bauen hier kein Haus oder so. Wisst ihr? Huch. Wie ihr seht, wenn die Baustelle fertig ist, dann muss man einfach nur ein Stück hier in die Seitenstraße gehen und schon ist die Baustelle vorbei. So sieht das da im Moment in echt aus. Und war noch plus. In echt ist er inzwischen natürlich dann netto. Hat ja alles aufgekauft. Aber ein Klick hier rüber und schon sind wir mitten in der Baustelle. Krass. Fachwerkhaus weiß ich jetzt auch nicht, wo ich das gehe. Container. Ja, wir gehen mal nach Hafen. Gucken wir mal erstmal Container nach. Kein Wasser hier. Ja. Fischereihafen. Haben wir hier irgendwo den Frachthafen? Jetzt gehen wir mal. Hamburger Hafen. Hafen City. Na, wenn das nicht hilfreich ist, dann weiß ich auch nicht. Kuhpferdehafen. Es ist ja hier ein Riesenhafen, ne? AC. Ich weiß nicht, warum ich das Fachwerkhaus jetzt auch übersprungen habe. Ich wusste gerade nicht, wo eins sein könnte. Guck mal, ein AIDA-Kreuzfahrtschiff. Nicht ganz das, was wir suchen.
Ich hab keine Ahnung. Ich hab doch keine Ahnung. Ist das hier ein Baustellenkran genug? Ich sag mal ja. Zufällig entdeckt. Vielleicht mal mit Geogesser. Weiß ich. Wir suchen mal noch ein paar Häfen. Ich habe noch eine Idee, wo Hafen sind. Rotterdam. Wie schön Street View hier ist in den Niederlanden. Ne? Wie lückenlos. Wie fortschrittlich so andere Länder im Gegensatz zu Deutschland sind. Deutschland würde man statt die Windkraftanlagen dahin zu stellen, eher Regeln finden, warum die da nicht erlaubt sind. Zu windig oder so. Stena Line, das ist nicht mehr als klein. Man darüber. Bei uns in Deutschland findet man ja auch lieber Regeln, warum etwas nicht erlaubt ist, anstatt irgendwie Möglichkeiten zu finden, das zu erlauben oder so. Ganz bescheuert, die Deutschen. Ich darf das sagen. Auch schön hier, ne? Diese Funktion, die hätte ich mal viel häufiger nutzen sollen. Vergesst die auch immer mal wieder. Haben wir ein paar mehr Container. Costco Shipping. Da drüben ist mal ausnahmsweise nichts.
Maersk. Da. Gefunden. Fachwerkhaus und eine Schaukel fehlen noch. Ein Fachwerkhaus könnte man in Amsterdam finden. Ich habe in das Fotosphere reingeklickt. Da wollte ich gar nicht hin. Ich wollte hier oben so auf die Straße. Hallo? Danke. Ja, Straßenbahn mitten in der Innenstadt. Sowas gibt es in Deutschland nicht. Wir müssen Tunnels bauen. Die Leute sich da nicht mal Geschäfte angucken können, während sie Straßenbahn fahren. Die dürfen gar nichts sehen. Wasser schwarz. Ja, Fachwerkhäuser sind hier aber nicht. Ich gehe mal in die Hamburger Altstadt. Das ist noch so eine Idee. Was ist die Neustadt? Ja, gehen wir mal hier so hin, ne? Keine Fahrt. Aber ein Doppelgelenkbus. Hab ich ihn echt noch nicht gesehen, leider. Bin da auch nie mit gefahren. Wo kann man denn Fachwerkhäuser finden? Das ist ja vielleicht auch eher was im Süden Deutschlands. Mal wahr, wir haben im Süden Deutschlands so eine bekannte Stadt, die... Ja, brauchen wir nicht weiter drüber reden, aber wir kennen diese Stadt. Oh. Ich bin im Shopping Center, nice. München Altstadt. Ja, da will ich doch hin. Ich habe auch unterwegs so insgeheim gehofft, dass wir so ein Lucky Punch mäßig Schaukel treffen. Das ist doch sehr belastend, wenn wir hier beides nicht mehr finden. Ich sehe mal für euch, wo ein berühmtes Fachwerkhaus steht. 7 Minuten noch. Eigentlich noch viel Zeit, ne? Für 10 Dinge. Ja, für 2 Dinge. Innsbruck, Street View. So, Nordkettenbahn. Ich meine, wir kennen alle diese Ecke hier vom OMSI-Addon.
Alles keine Fachwerkhäuser. Jetzt kommt die Post. Das soll mich jetzt nicht stören. Wir haben ja Briefkästen. Mit seinem privaten Auto durch Innsbruck gefahren. Nice. Alles in allem sehr belastend. Seht ihr das auch so? Ja. Stuttgart vielleicht. Wir gehen mal hier. Dann eher auf Spielplatzsuche. Könnte hilfreicher sein. In noch 3,5 Minuten. Im Stadtpark. In Bochum. Hä? Laden, danke. Mein Stefan hat das gemacht, oder dein Stefan? Da, ich weiß, da ist der Spielplatz, der ist nur von der Straße aus nicht zu sehen. Alt, Neoplan. Das ist doch belastend. Da ist eine Schaukel. Das zählt. Eindeutig ist das eine Schaukel. Und da auch. 9. So, jetzt nur noch das blöde Fachwerkhaus. So, wie viel haben wir denn noch? 1 Minute 57. Geht's in Duisburg Fachwerkhäuser? Möglich ist das. Vielleicht darf ich das auch nicht in so einer Innenstadt suchen, sondern Altstadt? Hm? Entweder in so einer richtig echten Altstadt. Oder in so einer Arbeitersiedlung. Ampel rot.
Nee. Ja. Auch nicht mehr viel Zeit. Hatting. Hatting hat auch eine Altstadt. Ja, guck mal nicht in die Kamera, wenn du dich fotografierst. Da gibt's Restaurantfachwerk. Das ist drin, oder? Moment. Ich höre es klingeln. Stopp. Ja. Hallo. Ja, das ist ein bisschen was. Ist jetzt belastend. Ich weiß nicht, also das müsst ihr entscheiden, ob ich den Punkt kriege für sowas hier. Das ist zumindest Fachwerkhaus Restaurant, ne? Ja, müsst ihr entscheiden. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Wir haben 9 oder 10 Sachen gefunden. Ich würde tatsächlich sagen, weil wir direkt nach dem Timer dran sind, nur 9. Da haben wir Steigerungspotenzial. Wenn ihr selbst noch Sets habt, also nicht nur die, die noch keins eingesendet haben, sondern auch gerne Mofi und David. Mir egal. Ihr dürft alle senden. Also für die nächste Folge habe ich noch ein Set und dann schreibt mir gerne ein neues Set. Und dann gucken wir einfach mal. Die nächste Folge hiervon gibt es dann wahrscheinlich ja nächste Woche wieder, ne? Also bis dahin, dann gibt es auch wieder regelmäßiger Videos, hoffentlich. Bis dahin, macht euch eine schöne Zeit und danke fürs Zusehen und tschüss.